Scheint so, als würden wir heute draußen das Video machen. Meine Schildkröten sind auch schon draußen. Bedeutet, wir starten jetzt mit dem Video und los geht's. Ich habe jetzt nun eine kleine Zugstrecke aufgebaut. Ihr seht, hier haben wir einen Bahnhof, einen kleinen Bahnübergang. Da unter dem Tisch geht es weiter, dann nach hinten und ja, eine ganz kleine gemütliche Runde. Warum werde ich heute dieses Video machen? Weil wir ein wenig über das neue, beziehungsweise neu ist es ja nicht mehr, aber sagen wir so, das neueste System von Lego sprechen, Powered Up. Und ja, die einen lieben es, die anderen hassen es. Ich habe euch ja letztens gefragt, hey, was für eine Videoidee, was wünscht ihr euch für Videos, sonstiges? Und ich habe es reingeschrieben, ja, erklär doch mal genau dieses Power Up System. Weil, klar, man kann da drauf drücken, dann fährt es. Okay, das ist jedem bewusst. Man kann hier Stopp drücken, alles klar. Das weiß jeder. Nur die wenigsten wissen, dass man die Sachen hier wirklich automatisieren kann. Bedeutet, man kann bei Knopfdruck diesen Zug 3 Runden fahren lassen und der bleibt dann stehen. Das geht zwar nicht mit dieser Fernbedienung, sondern mit dem Handy. Und da kommen jetzt die nächsten Kritiker. Lego und Handy, ja, ich kann euch verstehen. Nur ich finde es schade, dass das nicht wirklich, naja, so viel Werbung dafür gemacht wurde oder sonstiges, weil ich habe gewusst, dass da noch was mehr geht, ja, aber ich habe nicht gewusst, wie viel man da noch machen kann. Und dann habe ich mich mal ein bisschen hingesetzt, recherchiert. So viele Videos gibt es gar nicht mal dazu. Aber es gibt auf jeden Fall genug Videos, dass man das ganze System halt versteht. Und ich möchte euch das heute ein bisschen näher bringen. Und ich entschuldige mich gleich für die ganzen vorbeifahrenden Autos und vielleicht Kindergeräusche oder sonstiges, aber da müsst ihr jetzt kurz durch. Und ja, Ziel ist heute, diesen Zug hier stehen zu lassen, automatisch. Hier lassen wir noch hupen. Da unten auch noch eine kleine Station, da soll auch noch stehen bleiben. Also bei jeder Station soll er einfach automatisch stehen bleiben, ohne dass man etwas dazu kaufen muss von Lego, außer diesen Zug bzw. halt den Güterzug. So, als allererstes öffnen wir unsere Powered Up App. Die gibt es für Android und für iOS. Für einen Computer gibt es nicht. Für Mac habe ich aber gesehen, gibt es eine App, kann ich aber leider nicht bestätigen. So, ihr kennt sicher das ganze Display, das sieht so aus, da kann man jetzt einzelne Sachen halt steuern, aber das interessiert uns heute nicht so, weil das ist ja basic. Das kann jeder machen und ich möchte euch ja heute was beibringen, was nicht jeder kann. Und durch die Videos, die ich euch zeige, möchte ich euch zeigen, hey, man kann viel, viel mehr aus diesen Sachen machen. Wir haben hier rechts oben mal Spielen und Eigenschaft, da gehen wir auf Eigenschaft drauf. Und ihr seht gleich rechts, ich habe da schon was vorgemacht, aber wir schauen uns trotzdem das komplett neu an. Das heißt, wir drücken hier links, nennen es Naida, nein, wir nennen es nicht so, wir nennen es gelber Zug, ja, machen wir es halt so, Projekt. Und wir sehen hier gleich Controller und Programmieren und wir möchten heute was programmieren. Nicht abschrecken, nach diesem Video sollte das jeder von euch können und ich habe das davor auch erst lernen müssen, bevor ich es jetzt halt erkläre. So, wir drücken auf Programmieren. Passt, ihr seht dieses Display, ihr habt hier unten ganz viele verschiedene Funktionen und hier könnt ihr euch mal durchklicken. Also es gibt extrem viel. Als allererstes müssen wir starten und wie bei so manchen Sachen braucht man auf jeden Fall so einen Startknopf. Den nehmen wir hier unten und ja, das könnt ihr einfach so raufziehen und wieder runterziehen. Das verschwindet. Ihr hört da auch einen kleinen Sound und ich versuche das ein bisschen größer zu zoomen. Genau. Und jetzt können wir diesem Zug eine Funktion geben. Bedeutet, wir haben jetzt mal, das ist unser Startbutton. Da brauchen wir als allererstes mal einen Motor, damit der fährt. Das heißt, wir suchen hier einen Motor. Was haben wir hier im Orangen? Da haben wir Farbsensoren, Bewegungssensoren, Neigung. Also ihr seht, da kann man sehr, sehr viel machen. Ich werde heute nur auf die Zugsachen eingehen, beziehungsweise die Sachen, die jetzt wirklich unseren konkreten Fall interessiert. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also, wir brauchen auf jeden Fall einen Motor und den kriegen wir hier bei dem grünen. Dann nehmen wir uns gleich den allerersten, den schieben wir uns dahin. Und da gibt es einmal gleich zwei Zahlen. A und 50. A bedeutet, wo unser Motor angesteckt ist. Bei den Zugmotoren gibt es ja zwei. Das heißt A und B. 50 ist die
Geschwindigkeit, die Stärke. Ihr seht hier, man kann das rauffahren auf 100, das heißt Vollgas, oder 0 ist einfach Stopp, oder auch minus 100, da fährt der Zug rückwärts. Wir machen es mal ganz simpel, wir lassen es auf 50. Okay, wir tippen da oben jetzt mal kurz hin, weil wir wollen genau 50 haben. Das heißt, der Zug fährt jetzt 50, wenn ich hier Play drücke. Um das Ganze jetzt zu beenden, gehen wir jetzt wieder hier aufs Gelbe, ganz nach hinten und holen uns dieses Stopp. Ihr seht es noch immer auf meinem Bildschirm, wir haben jetzt links oben ein Hackerl bei unserem Bluetooth-Symbol. Bedeutet, wir sind verbunden. Und ich würde mal sagen, wir drücken jetzt einmal auf Start und schauen, was passiert. Okay, es tut sich was, das ist schon mal gut. Aber es fehlt noch was. Und zwar haben wir ja auf unserem Zug bis jetzt nur Motor, Start und Stopp. Nur der Zug weiß natürlich nicht, wie lange er fahren soll. Bedeutet, wir trennen das hier. Ihr könnt das ganz normal einfach auseinanderziehen. Ich drücke da nichts, außer nur ein bisschen ziehen. Und suchen uns jetzt mal die Stoppuhr. Die ist auch bei dem Gelben. Da haben wir sie hier. Die Stoppuhr sagt uns nämlich an, wie lange diese Funktion stattfinden soll. Das heißt, der Motor soll jetzt 5 Sekunden lang auf 50, also auf halber Geschwindigkeit fahren. Wir schieben das Ganze wieder zusammen und starten das noch einmal. Und go. Man ziehe da, der Zug fährt und er bleibt stehen. Wir wollen natürlich, dass unser Zug auch ein Geräusch macht. Schauen wir mal, ob es da Geräusche gibt. Ja, genau, bei dem Violetten haben wir hier, da sehe ich gerade sogar Licht. Das bedeutet, man kann sogar das Licht einstellen von dem Zug. Dieser Zug hat jetzt kein Licht eingebaut. Habe ich noch nicht gemacht. Können wir aber gerne in einem anderen Video machen, falls euch dieses Video interessiert. Und wir können so eine Reihe draus machen. Also man sieht, okay, man kann auch Licht machen. Und ja, wir wollen diese Hupe da, oder Pfeife, genau, wenn ich mich jetzt nicht irre, müsste es zuerst, also es geht immer von links nach rechts, bedeutet, wir drücken auf Start, müsste es eine Sekunde lang hupen, bzw. pfeifen, und dann müsste er erst losfahren. Schauen wir mal, ob ich alles richtig gemacht habe und es auch so funktioniert, und ich drücke Start. Ein Traum, Wahnsinn. Jetzt fährt er wieder seine 30 Sekunden und bleibt wieder stehen. Aber ihr habt es gesehen, einfach eine Hupe davor zu geben. Und ja, ich stoppe das Ganze jetzt einmal. Also ihr könnt jederzeit die ganze Funktion immer auch abbrechen mit rechts oben. Ihr seht da sofort als Play-Knopf. Ich drücke halt gerne immer auf die Mitte. Ja, und so wie es auch bei der Zeitstoppuhr ist, kann man natürlich auch das Signal hier 5 Sekunden machen. Ihr hört es, da gibt es sogar andere Töne. Sehr cool. Also das ist extrem cool. Wir haben hier noch Hunde, Flugzeuge, alles mögliche, aber ich möchte mir heute nur die Basics machen. Im Grunde haben wir jetzt eigentlich alles. Der Zug startet. Als erstes gibt er ein Signal von sich. Dann gibt er gleich Vollgas, fährt 30 Sekunden lang und bleibt dann wieder automatisch stehen. Und er fährt wieder los. Genau, das wollte ich machen. Er wird jetzt logischerweise nicht mehr hier stehen bleiben, sondern er wird dort stehen bleiben, weil sie das Ganze wiederholt. Das ist dann wieder ein zusätzlicher Schritt, den man einbauen muss. Aber ich hoffe, ihr habt das Grundprinzip davon verstanden.
Und ich möchte wirklich nur sagen, wie cool dieses System eigentlich ist. Das ist perfekt für eine Lego-Stadt. Für sowas draußen ist es, glaube ich, jetzt eher nicht so geeignet, also für kurz spielen, sondern irgendwas für fixe Sachen. Aber ja, ein Wahnsinn. Also ich bin so begeistert davon, dass das Lego geschafft hat. Nur sie haben es halt irgendwie schlecht vermarktet, würde ich sagen. Oder ich als Zugfan habe das viel zu spät erfahren, dass sowas machbar ist. Und ja, das Ganze ist jetzt zweimal gefahren, deshalb bleibt er da hinten stehen und fährt nicht mehr weiter. Warum bleibt er da hinten stehen? Wie gesagt, weil es natürlich jetzt gespiegelt ist. Aber ich hoffe, ihr habt das Grundprinzip von dem Ganzen verstanden. Und es war nicht zu kompliziert, was ich euch gesagt habe. Wie findet ihr diese Idee? Soll ich daraus irgendeine Serie machen mit Step by Step irgendwelche Zusatzsachen? Und ja, ich danke auf jeden Fall für diesen Vorschlag. Ich finde das sehr, sehr cool und danke schön nochmal, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, dass sowas alles machbar ist. Und sonst, ja, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem schönen Stadtupdate. Und ich hoffe, wir kriegen unsere Zugstrecke so schnell wie möglich fertig, weil dieses System hier mit hier losfahren, hier mit Hupen, dort stehen bleiben, eine Runde, das kommt hundertprozentig in die Stadt rein. Das ist ein Muss. Das Ganze kann man ja ausweiten mit Farbsensor, mit Licht, dass er Licht einfach einschaltet im Tunnel. Ich meine, da gibt es so verrückte Sachen, das ist Wahnsinn. Also von mir absolut top, weil das Ganze ja im Preis inkludiert ist. Jetzt wird mir auch schon langsam bewusst oder klarer, warum der Motor 60 € kostet. Für die Leute, die das nicht wissen, schade. Für die Leute, die daraus was anfangen können, den Zug stehen, starten, das ist ein Wahnsinn. Das ist schon richtig Modellbau, das Ganze. Bis auf das mit dem Anfahren, das müssen wir noch ein bisschen üben. Aber ja, ich bin sehr begeistert. Von mir kriegt das ein Top. Ich habe es ja schon viel zu oft gesagt. Na passt. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein und ciao!